hinab in das Reich der Toten. Täglich um 9.30 Uhr, außer sonntags. Nikolaus Kern Junior ist Gruftaufseher in der Münchner Kirche St. Michael. Sein Vater, Nikolaus Kern Senior, bewacht die Gruft der Münchner Theatinerkirche. Er öffnet erst um 10. Da sind bei seinem Sohn meist schon die Ersten da. Das sind Ludwig-Verehrer oder Königsverehrer. Meistens weibliche Personen, die ganzen Blumenstrauß runterbringen oder auch einzelne Blumen. Und dann gibt es Wochen, wo gar nichts gebracht wird. Dann tue ich es, dass der König nicht ohne Blumen bleibt. Die kaufe ich selber. Sorgfältig, wie am ersten Tag vor 13 Jahren, bereitet Nikolaus Kern Senior den 6,5-Stunden-Tag als Gruftaufseher in der Theatinerkirche vor. Er hat seinem Sohn die Stelle in der St. Michaelskirche vermittelt. Der hat gerade seine Probezeit gemeistert, ist nun unbefristet angestellt und erledigt gewissenhaft, wie sein Vater, die Aufgaben eines Gruftaufsehers: Karten verkaufen, nach dem Rechten schauen, Fragen beantworten. Die häufigsten Fragen sind meistens die, ob überhaupt jemand im Sarg drinnen ist. Ob die wirklich da drinnen sind? Ja, und auch Fragen, wo liegt der Ludwig, der Zweite? Ob er drinnen wäre im Sarg und wie er umgekommen ist. Genau wegen dieser Frage ist im Jahr 2000 das geschehen, wovor Nikolaus Kern die größte Angst hat. Das sind vier männliche Personen runtergekommen in die Gruft, die sogenannten Kugelmänner, wie sie sich nennen. Das sind die ganz Königstreuen und zwei von denen, vieren, haben meinen Vorgänger in eine Diskussion verwickelt und die anderen zwei haben sich am Sack zu schaffen gemacht. Eingezäunt und videoüberwacht soll der Sarkophag von König Ludwig nun sicher sein. Nikolaus Kern ist auf den Ernstfall vorbereitet. Sein täglich Freud und Leid aber ist das Kassieren des Eintrittsgeldes. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Vor 2 Tagen war meine Frau, oder war es schon 3 Tagen? Die ist runtergekommen und schaut mich an. Ich grüße. Sag grüß Gott. Und sagt sie, kostet es? Ist das mit Eintritt, sag ich ja. Ja, dann komme ich ein andermal. Wenn man schon runterkommt, aus geschichtlichem Interesse, einfach eine Einsicht in bayerische Geschichte, Wittelsbacher allgemein, dann ist mir die 2 Euro wert, sag ich jetzt mal. Eintrittskarten, das mache ich am liebsten, wenn niemand kommt. Mein Gott, jetzt kommen sie schon wieder bis an die Tür und drehen sich um und gehen. Gibt's das auch? Die 2 Euro in Frage stellen, sage ich, das sind eh fehl am Platz. Mit dem Geld, was ich da einnahme, hätten die Wittelsbacher verhungern. Aber die haben ja noch was. In der Michaelsgruft liegt auch König Otto, dessen Geisteskrankheit offen ausgesprochen ist. Von offizieller Seite heute aber gar nicht gern gehört. Das Gleiche wird auch über Bruder Ludwig gemunkelt. Verrückt. Würde ich jetzt nicht sagen. Weil ein Verrückter, was so geniale Kunstwerke hinterlässt, wie die 3 Schlösser, die er bauen hat lassen, beweist eher das Gegenteil, dass er ja genial war. 3-mal im Jahr müsse sie herkommen, erzählt uns Rita Kriegel aus Heilbronn, um dem Märchenkönig einen Besuch abzustatten. Es gibt mir Kraft und eine innere Ruhe. Also für mich war er nicht verrückt. Ich finde es ziemlich gigantisch, was er in Neuschwanstein hat bauen lassen. Und ich war da irgendwie so richtig angetan. Egal zu welcher Jahreszeit, in der Gruft weht immer der kühle Hauch des Todes.
Ohne angemessene Kleidung wäre es hier nicht lang auszuhalten. Man hat auch eine Heizung. Wenn es zu kalt wird, schaltet man die Heizung ein. Und das passt dann schon. Und der Heizstrahler wärmt auch noch die Milch zum Schonkaffee. Statt mittags zuzumachen, wartet Nikolaus Kern Senior lieber auf Kundschaft. Und wie wird man zum Dank dafür genannt? Grufti. Da hat jemand gesagt, das ist ein Schimpfwort. Sag ich, was heißt das Schimpfwort? Gruft. Grufti. Bis jetzt hat es noch keiner gesagt. Nur die engere Freunde. Grufti oder so. Grufti. Was ist das? Ich verstehe jetzt etwas. Das ist, wenn wir jetzt gerade so sagen, Totengräber, nicht? Die Beisetzungsfeierlichkeiten für Herzog Albrecht von Bayern 1996 fielen in seine Dienstzeit. Der Herzog Albrecht, der war 2 Tage bei den Eltern unten. War mit dem Sarkophag, haben sie runtergetragen. Und dann 2 Tage war da unten und 2 Tage war der freie Eintritt. Als letzter bestattet wurde hier aber 1955 Herzog Albrechts Vater, Kronprinz Ruprecht. Was für Namen auf den Zinksärgen zu entdecken sind. König Max I. Joseph, der erste König Bayerns. Griechische Besucher wollen immer zu ihm, König Otto dem I. Bis ins 17. Jahrhundert reicht in der Theatinergruft die Ahnenfolge der Wittelsbacher zurück. Aber der, nach dem am meisten gefragt wird, der liegt in der Michaelskirche, König Ludwig II. Die Google-Männer wollen immer noch, dass der Sarg geöffnet wird, um den Tod des Königs aufzuklären. Ist er doch ermordet worden? Und ich sag, hoffentlich bleibt der Mythos König Ludwig ungelöst und ein Rätsel. Und ich sag immer wieder, man soll den Toten ruhen lassen und ihn einfach so würdigen, wie er war. Dafür wird gesorgt. Morgen wieder ab 9:30.